Ich glaube, es war ein ganz interessantes Spiel. Da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die auch Ambitionen haben, nach oben zu kommen. Wir haben zwar im Moment nur den Tabellen-11. Platz, aber wir wollen schon weiter nach oben kommen und dachten heute auch was mitnehmen zu können. Aber nachdem wir eine gute Phase hatten zu Beginn des Spiels, haben wir es aus der Hand gegeben und haben wir zu unruhig gespielt, zu viel Fehlpässe gespielt. Der Ball ging viel zu früh verloren. Genau wie vorige Woche. Wir haben viel zu viel zugelassen in der zweiten Halbzeit und wir machen nur 2-0 und wir spielen auch nur zu 0, weil wir einen überragenden Torwart haben. Ja, natürlich ärgert das uns, aber der Torwart hat einen überragenden Tag. Der Torwart hat super gehalten. Glückwunsch nochmal dazu. Ja, sollte heute nicht sein. Ich glaube, wir hätten heute noch 2 Stunden weiterspielen können und wir hätten heute einfach nicht das Tor gemacht. Wie gesagt, Glückwunsch an TVD und weiter geht's. Erster Elfmeter, muss ich ganz klar sagen, ist ein Elfmeter. Kann man vielleicht darüber diskutieren, ob der im 16er war oder ob der außerhalb war, aber für mich war es eher ein Elfmeter, klarer. Den zweiten, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich eher einen Freischuss für uns erwartet, war etwas erstaunt, dass der Schiedsrichter da schon wieder auf den Punkt gezeigt hat. Aber wenn der Schiri pfeift, dann ist das halt so, leider. Ich habe vorhin zu meinen Spielern gesagt, es gibt so Tage, da bleibt man besser im Bett. Und das war heute so ein Tag. Das Spiel war nicht so gut wie in der vergangenen Woche. Dazu kommen die verschossenen Elfmeter. Normalerweise ist er ein ganz sicherer Elfmeterschütze, aber das passte heute einfach nicht. Irgendwo war immer was im Wege und dadurch ist es passiert, dass wir also die Tore nicht gemacht haben durch die Elfmeter und zum anderen natürlich auch nicht konsequent vorne auch waren. Das ist alles nur Gestocher gewesen. Das war nicht klar. Ja, wir wollen weiter so spielen. Wir wollen die nächsten zwei Spiele, die wir haben, spielen gegen den Tabellenzweiten. Da ist Union und dann haben wir Remscheid, Tabellenersten. Ich habe gesagt, wo ich angefangen bin, wir wollen gerne 12 Punkte haben. Und das ist immer noch das Ziel, obwohl es ganz schwer wird.